Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal wieder ums Dividendendepot gehen. Und die erste Sache ist natürlich, wie viel Dividende haben wir diese Woche mal wieder bekommen? Und wie sieht das Ganze dann schon wieder für den Monat aus? Und dann wollen wir natürlich auch mal einen Blick wieder aufs Portfolio werfen. Denn da hat mich jemand auch auf etwas aufmerksam gemacht und das schauen wir uns dann nachher an. Fangen wir aber als erstes mit den Dividenden an. Wie man hier sehen kann, haben wir mittlerweile schon 19,84 € erreicht. Davon waren das ungefähr noch mal ein bisschen über 7 € von dieser Woche. Also der Juni ist schon mal direkt gut angefangen. Ich denke, wir werden hier auf jeden Fall den letzten Monat, also nicht unbedingt den letzten Monat, aber den letzten Vergleichsmonat schlagen. Es ist jetzt aber auch mir relativ egal. Jedoch scheint es auch so irgendwie im Moment bei Trade Republic, dass Dividenden sehr verspätet ankommen. Denn ich habe schon einige Dividenden bei der Consorsbank bekommen, die ich wiederum bei Trade Republic aktuell noch nicht bekommen habe. Das wundert mich aktuell, da es normalerweise ist, dass Trade Republic eigentlich immer schneller war. Jedoch soll mir das auch egal sein. Deswegen machen wir doch mal direkt weiter. Wenn wir einmal auf mein Portfolio einen Blick werfen, merken wir, dass ich hier noch einen sehr großen USA-Anteil habe. Das liegt einfach daran, dass es nun mal einfacher ist, zum Beispiel über einen Sparplan diese US-Aktien zu besparen. Zum Beispiel gibt es keine einzige Aktie aus Japan, die man besparen kann. Und deswegen tendiert man dann halt immer weiter halt zu diesen US-Aktien. Außerdem hat man auch einen ja sehr beschränkten Kreis von Aktien, den man nun mal kaufen kann, der außerhalb der USA ist und halt auch noch steuerlich halt optimal gemanagt ist. Das heißt zum Beispiel, in Deutschland ist halt relativ einfach, in den USA, in den Niederlanden, in Japan zu investieren. Jedoch zum Beispiel Länder wie Kanada, Spanien, Frankreich, Schweiz sind nun mal ziemlich suboptimal. Deswegen ist es oft so, dass man dann sehr schnell zu diesen amerikanischen Aktien tendiert. Und da ist es aktuell so, dass 20% der Aktien außerhalb dieser US-Aktien sind. Und das will ich dauerhaft schon ändern. Jedoch ist es glücklicherweise auch so, dass die meisten US-Aktien sehr, sehr teuer sind. Die Indizes stehen auf Höchstständen und daher habe ich auch aktuell gar kein Problem, ein bisschen mehr davon auszuweichen und einfach andere Aktien zu kaufen. Ganz oben auf der Liste stehen natürlich die ETFs dann. Das heißt nämlich ein Europa-ETF, ein Emerging Markets-ETF, aber auch ein MSCI Pacific ex Japan ist natürlich ganz weit oben mit dabei. Und diese möchte ich natürlich weiter ausbauen. Auch ist natürlich so, dass ich dann hier jetzt die japanischen Aktien mehr kaufen will. Denn nur weil ich jetzt keinen Sparplan machen kann, kann ich auch mittlerweile durchaus einen Einzelkauf machen. Denn ich kann ja auch mittlerweile relativ viel hier investieren. Und bei 300 € macht es halt auch nicht so viel aus, wenn man mal 1 € an Gebühren zahlt. Jetzt auch noch mal ein kleiner Tipp für japanische Aktien. Solltet ihr diese bei Trade Republic kaufen wollen, ist es immer am besten direkt am Morgen, also wenn gerade die Börse aufmacht. Ich meine, das ist um 7:30 Uhr bei Trade Republic oder 8:30 Uhr, eins von beiden. Dann könnt ihr nämlich direkt reingehen und wenn ihr das quasi direkt bei der Eröffnung der Börsen halt diese japanischen Aktien kauft, haben die einen viel geringeren Spread als über den Tag. Also wenn ihr jetzt über den Tag seht, ungefähr, dass da 3% halt so ein Spread ist, dann wird euch das auch immer als Warnung angezeigt. Könnt ihr diese Aktie am Morgen kaufen und ihr habt dann ungefähr 1%, möglicherweise sogar unter 1% an Spread, was durchaus gut ist. Hier muss man dann auch sagen, da hat man natürlich die Vorteile im Gegensatz zum Beispiel bei Sparplänen, jetzt bei der Consorsbank, dass man nun mal den Zeitpunkt auswählen kann, denn morgens ist zumindest hier bei Lang und Schwarz die ja, Gebühr relativ niedrig.
Ein Nachteil hat natürlich jetzt noch Japan, den man sagen muss, es ist relativ schwierig, dort an gute Daten zu kommen. Es gibt relativ wenig halt Videos, Analysen generell, aber auch Finanzdaten aus Japan. Das heißt, man muss immer mehr oder weniger alles selber von den einzelnen Webseiten, von den Unternehmen holen. Man hat nicht große Auswahl an Artikeln oder Finanzanalysen und deswegen muss ich mich halt auch mit Japan halt noch so ein bisschen befassen. Des Weiteren ist es auch so, dass bei Japan die Dividenden auch nicht so optimal gezahlt werden. Denn es kann sein, wenn man gerade den Ex-Date verpasst hat und dann investiert, dass man die erste Dividende erst in 9 Monaten bekommt. Also man hat hier wirklich eine sehr lange Zeit, die man auf die Dividenden warten muss, denn erst kommt das Ex-Date und das ist nur jedes halbe Jahr. Und nach diesem Ex-Date muss man immer noch 3 Monate warten und erst dann kommt die Dividende, zumindest bei den meisten Aktien. Das soll es aber jetzt auch für dieses Video gewesen sein. Also ich werde mich halt in Zukunft ein bisschen mehr außerhalb des amerikanischen Marktes umschauen. Dann werde ich da ein, zwei Aktien kaufen und dann werden wir mal sehen, wie viel Prozent dann nachher in, ja, nicht US-Aktien sein wird. Das soll es aber gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.